Ich heiße Maria Tietze. Ich bin Nele Moos. Wir fahren für den TSV Bayer 04 Leverkusen zu den Paralympics nach Tokio. Also in erster Linie bin ich schon eher aufgeregt, was die Paralympics angeht, weil es das erste Mal ist, dass ich auf dieser ganz großen Bühne Sport machen darf. Ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und da ich das jetzt mit der Schule abgeschlossen habe, kann ich mich jetzt viel besser und auch viel intensiver auf Tokio und auf das Training vorbereiten. Ich komme ganz ursprünglich aus dem Fußball. Das ist so die Sportart, die ich mein Leben lang betrieben habe, mit der ich groß geworden bin, bis ich dann 2015 einen Motorradunfall hatte. Ich war 2019 das erste Mal auf so einem ganz großen internationalen Wettkampf bei der WM in Dubai. Da durfte ich das erste Mal so ein bisschen internationale Luft schnuppern. Ich bin bombastisch in 2020, 2021 vor allem reingestartet. Und dann mit Verletzungen hatte ich ein bisschen Probleme. Ich hätte einfach gerne eine Leistung, mit der ich für mich zufrieden sein kann und die finalwürdig ist. Ich bin schon gespannt auf die Reise. Ich glaube, das wird sehr, sehr verrückt. Ich war noch nie so weit und so lang von zu Hause weg. Es wird auf jeden Fall schon eine Erfahrung für sich. Ich möchte auch ein bisschen zeigen der Konkurrenz, okay, ich bin da. Vielleicht bin ich nicht unbedingt eine Kandidatin für die ersten drei Plätze, aber dass die zumindest Angst haben. Dass sie sich zumindest anstrengen müssen, um eine Medaille zu bekommen. Maria und ich kennen uns schon sehr, sehr lange. Sie war so die erste Ansprechpartnerin, als ich hier in den Verein gekommen bin. Es ist richtig schön mitzuerleben, wie sie sich jetzt über die Jahre entwickelt hat. Also nicht nur sportlich das mitzuerleben, wie sie da in die Weltspitze aufgestiegen ist, sondern halt wirklich das auch menschlich zu sehen, wie sie menschlich reift von dem fast noch Kind zu halt der jungen Frau, die sie jetzt ist. Sie hat schon einen sehr, sehr großen Teamgeist. Also das bewundere ich wirklich sehr. Das hätte ich auch manchmal gerne, dass man so teamfähig ist. Wir haben ja früher dieselben Disziplinen gemacht. Also wir sind beide 100 Meter und 200 Meter gelaufen und haben Weitsprung gemacht. Und dann hatten wir die Kinderriegelwette. Und das war, wer an dem Tag die bessere Leistung bringt, kriegt vom anderen einen Kinderriegel. Ja, mal gucken, wie wir das wieder beleben für Tokio. Bei den Paralympics kriegt sie vielleicht eine ganze Packung und nicht nur einen Riegel.